Und zugeschaltet ist nun Professor Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe, ehemaliger WHO-Pandemiebeauftragter. Guten Tag, Herr Professor Stöhr. Guten Morgen, Herr Hedler. Ja, bleiben wir doch jetzt mal beim Thema Impfpflicht. Das bleibt ja in Deutschland ein zentrales Thema. Aus Ihrer Sicht, brauchen wir aus virologischer Sicht diese immer noch? Ja, aus virologischer Sicht eigentlich nicht, mehr aus der Sicht des Schutzes der Gesundheit. Ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich ein Mittel hätten, das so wenig wie möglich freiheitlich-demokratische Rechte einschränkt, die Wirtschaft belastet und am besten der Gesundheit dient und damit die Impfrate dann vielleicht erhöht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Impfpflicht, vor allem die allgemeine Impfpflicht, hier die richtige Herangehensweise ist. Ich habe auch ein bisschen logistische und auch zeitliche Bedenken hier. Omikron ist da, hat praktisch in fast allen Bundesländern das Szenario übernommen. Delta ist verschwunden, das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Aber vor dem Beginn des Sommers kann ich nicht sehen, dass eine Impfpflicht, wie auch immer geartet, welche Gruppen sie dann beinhaltet, irgendeinen Unterschied machen kann. Und deswegen glaube ich, es ist nicht richtig jetzt, dass die Impfpflicht auch dass man erwartet von der Impfpflicht, dass sie einen großen Anteil an dem hat, was wir in den nächsten Tagen und Wochen machen müssen. Und der zweite Grund, warum ich ein bisschen skeptisch bin, ist, im Herbst muss man dann auf der Grundlage von guten Studien, die jetzt zu planen sind und im Sommer umzusetzen, und auf der Grundlage des Wissens, wie viele Leute jetzt schon sich infiziert haben, wie viele geimpft sind, dann die Impfstrategie festlegen. Die Entscheidung sollte man jetzt nicht treffen. Meiner Sachen, da hätte man im Sommer Zeit, im Juni, Juli, wenn man mit dem weit niedrigeren Infektionsdruck dann sich auf die Herbstkampagne vorbereitet, also gegenwärtig eine Impfpflicht umzusetzen, halte ich für schwierig, weil die Datenlage nicht da ist, weil man jetzt nicht so viel erreicht. Liegt es vielleicht auch daran, also Sie haben es ja eben gesagt, also Delta gibt es ja gar nicht mehr so richtig. Wir reden ja nur noch über Omikron. Der Anteil der Infektionen mit der Omikron-Mutante liegt bei über 90%. Aber es gibt ja auch aus Sicht von Virologen, von Medizinern bereits die große Sorge vor der sogenannten Supermutante. Also eine Verbindung von Delta und Omikron. Ist da die Gefahr wirklich so groß? Ja, da können Sie mich ein bisschen als Virologen befragen, dass so eine, wir nennen das Reassortierung, also Vermischung von Delta mit Omikron passiert. Die tauschen in einer Zelle ihre genetischen Informationen aus und dann entsteht ein neues Virus. Das ist theoretisch möglich, aber von der Realität weit, weit von dem entfernt, auch was nur annähernd wahrscheinlich ist. Das ist genauso wahrscheinlich vielleicht, wie dass im nächsten Jahr Influenza eine Pandemie verursacht oder andere wenig wahrscheinliche Szenarien. Das ist wissenschaftlich interessant, aber die Entwicklung jetzt von des Coronavirus geht in die Richtung, wie erwartet. Es wird weniger pathogen, also krankmachend. Die Inkubationszeit verkürzt sich. Es befällt die oberen Atemwege. Die Anzahl der schweren Verläufe reduziert sich. Es tritt also eine Balance ein zwischen der Möglichkeit des Virus, den Wirt zu schädigen und dem Interesse des Virus auch weiterzugeben. Und da hilft eigentlich nur ein lebender, aktiver Wirt, dass also nicht so krank werden und andere Menschen treffen. Und das tritt jetzt langsam ein, dass man das wissenschaftlich im Hinterkopf haben muss. Ja, das ist nicht uninteressant, aber für die Bekämpfung spielt das aus meinem Blickwinkel keine Rolle. Aber aus Großbritannien gibt es ja jetzt auch Meldungen, Herr Professor Stöhr, dass Omikron sogar einen kleinen Bruder hat. Und dieser kleine Bruder ist wohl offenbar schon nachgewiesen worden und der ist sehr viel aggressiver. Ja, aggressiver kommt darauf an, wie man es definiert. Der ist vielleicht noch besser übertragbar, was ja eigentlich uns entgegenkommen sollte. Eine mildere Variante, besser übertragbar, heißt eigentlich, nachdem die Pandemie vorbei ist und die Endemie da ist, dass sich das Virus noch weniger vielleicht beachtet als die jetzigen vier Coronaviren, dass Menschen zirkulieren, Menschen treffen, immun machen, nur wenig schädigen und dadurch haben wir eine gleichbleibende permanente Immundecke aufbauen, die uns dann ja auch zuverlässig durch das Leben bringt, durch diese häufigen Reinfektionen und den Wiederaufbau des Immunsystems, bis wir dann ein bisschen älter werden. Und dann wird die Impfung wieder diskutiert werden für die über 60-Jährigen. Deswegen, ja, es entstehen viele Varianten, jede Woche Dutzende, Hunderte, von denen die meisten verschwinden nach einiger Zeit. Ganz, ganz wenige behalten dann eine regionale Bedeutung, zirkulieren dort noch für ein Weilchen, verschwinden dann auch. Und dann gibt es mal eine Omikron-Variante einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, die dann wieder übernimmt. Und das Gute an der Omikron-Variante ist ja, dass Delta verschwunden ist. Das erzählt man
eigentlich in der Geschichte nicht. Es wird immer nur berichtet, Omikron ist dominant, jetzt 90%. Ja, aber es sind auch 90% der Delta-Fälle verschwunden. Das muss man auch dann immer noch hinzufügen. Herr Professor Stoyer, ja, morgen also nun der nächste Bund-Länder-Gipfel und jetzt liegt ja auch die Empfehlung des Expertengremiums vor. Was lesen Sie denn daraus? Also weiter wie bisher oder doch Lockerungen? Ja, ich meine, die Realität hat ja auch dort einiges überholt. In Berlin gibt es keine Kontaktnachverfolgung mehr. Quarantäne wird auch ausgesetzt. Die 2G-Regel, 2G-Plus-Regel ist in einigen Bundesländern jetzt gekippt. Man kann ja nicht weiter so machen wie bisher. Das Virus verursacht weit seltener, schwere Verläufe. Es zirkuliert ja schon frei in der Population. Das ist ja auch das, was die Berliner Amtskollegen in den Gesundheitsämtern realisieren, dass man auch in den Schulen nicht mehr die Kinder in Quarantäne schickt. Dort in Berlin werden die Kinder getestet in der Klasse. Wenn die eben positiv wären, werden sie nach Hause geschickt. Die anderen werden auch getestet, bleiben dort. Das ist ja eigentlich eine Anpassung an die Realität. In jedem Winter zirkulieren Atemwegserkrankungen. Man kann ja das Leben jetzt nicht stoppen für asymptomatische und milde Erkrankungen bei Kindern. Also ich glaube schon, dass der Expertenrat in die richtige Richtung denkt. Die Ministerpräsidenten müssen sicherlich auch realisieren, dass Deutschland sich nicht weiter irgendwie so auf einem Paralleluniversum bewegen kann, auch was die Maßnahmen betrifft. Schaut mal an die umgebende Länder. In Dänemark gibt es keine Maskenpflicht in der Schule. Dort hat man die ersten 2 Wochen jetzt sehr genau untersucht, hat einmal pro Woche getestet, festgestellt, da geht noch mehr. Da wird also noch gelockert. In Irland werden praktisch alle Maßnahmen abgeschafft, mit einer Empfehlung, Masken zu tragen, Abstand zu halten, an die Vernunft zu appellieren, genauso wie in England. Also hier muss man sicherlich auch ein bisschen nachziehen in Deutschland und die veränderte Situation auch akzeptieren und in eine neue, angepasste, stufenweise deeskalierte Bekämpfungsstrategie überführen. Wir werden natürlich ganz genau morgen auf den Bund-Länder-Gipfel schauen. Professor Klaus Stoyer, danke Ihnen für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Sonntag und bleiben Sie weiterhin natürlich auch gesund. Danke, Herr.